Herr Gistor, Sie haben gesagt, man kann einiges kritisch sehen. Am letzten Spieltag gab es ja nicht so schöne Szenen in Dortmund. Haben Sie ein bisschen die Befürchtung, dass das möglicherweise am Wochenende dann wieder droht, speziell jetzt vielleicht von den HSV-Fans? Haben Sie da vielleicht Rückmeldungen bekommen, dass es dort anders aussieht? Und wie ist Ihre Meinung dazu? Ich habe zu unserem Fußball grundsätzlich da so ein bisschen eine und zu unserem Sport, dass das Schönste eigentlich ist, das Highlight der Woche oft sein soll, ja, mit der Familie, mit Freunden, auf die Fußball-Bundesliga sich hinzufreuen mit seinen Kindern. Das dürfen wir uns nie kaputt machen. Ich denke, man kann über das Projekt Leipzig denken, wie man möchte. Und es sollte auch immer da konträre Punkte geben, über die man diskutieren kann. Und es kann auch ruhig mal verbalen Schlagabtausch geben. Das gehört zu unserem Geschäft dazu, das macht gar nichts aus. Und es kann auch auf dem Spielfeld dann mal richtig rappeln. Das ist auch alles in Ordnung. Aber es darf halt nie dazu führen, dass du in irgendeiner Weise Kinder, Frauen, Familien in irgendeiner Form sich unsicher fühlen, wenn sie ins Stadion kommen und da attackiert werden. Und ich bin sicher, dass es in Dortmund auch nur eine kleine Zahl von Leuten ist, von vermeintlichen Anhängern, die dort tätig geworden sind und der allergrößte Teil der Dortmund-Fans es auch nicht gut findet. Ob ich an unsere Fans appellieren muss oder will, das weiß ich gar nicht. Ich habe unsere Zuschauer, unsere Fans, die uns so fantastisch unterstützt haben in den letzten Wochen, einfach immer auch so kennengelernt, dass sie sehr fair waren. Ne? Sie waren auch kritisch mit uns, aber sie waren immer zum Schluss fair und haben sich sehr darauf konzentriert, uns anzufeuern. Und das würde ich mir wünschen, wenn es in Zukunft einfach auch so bleibt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da großartig appellieren muss.